Falsches Verhalten in den Bergen kann lebensgefährlich enden. Die unreflektierte Nachahmung kann zu starken Schmerzen bis hin zum Tod führen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren alpinen Profi, die Experten in den Kommentaren oder aber auch Ihren Hausverstand. Servus Leute, was geht? Wie geht's euch? Die Theresa habt ihr schon voll vermisst und wir gehen heute. Juhu, wir gehen am Berg. Wir gehen am Berg und heute rocken wir für euch den Grünstein-Klettersteig. Schauen wir mal, ob das Video genauso populär wird, wie das vom Bayerischen Rundfunk. Können wir zwar nicht vorstellen und darum rocken wir jetzt an den Grünstein-Klettersteig-Variante. Ist ich da, gell? Rockmann. Auf Bungarisch. Ja, Vollgas. Rockmann. Weil das haben wir nämlich im Internet gelesen. Klettersteige werden gerockt. Da vorne ist er, der Grünstein. Ja, voll Rocky, der Rock. Grünstein. Den rocken wir jetzt. Gewaltig. Ja, ich habe es sehr gesehen gefunden. Ist der Einstieg vom Klettersteig mit einer Stunde angeschrieben. Wir gehen da jetzt an, zuerst einmal direkt neben der Rodelbahn, neben der Olympia-Rodelbahn entlang auf. Da vorne ist noch der Start von der Rodelbahn und da geht es für uns noch ein rechts in den Wald rein. Ja, da unten bei der Kehre, 250 Höhenmeter Zustieg, ist dann der Anseilplatz und wir sind jetzt an dem Zustieg zur Variante Isidor. Leichteste Variante, Variante C. Und die rocken wir jetzt, gell? Vollgas. Ja, dass wir nicht reinrocken. Ja, Druck, gell? Genau, ja. Durchrocken. Schauen wir mal, wie viele Plätze das nachher hast. Schon. Zwei hast. Ja. Die Challenge ist, nicht mehr wie zwei zusätzliche zum kriegen. Also wir haben uns jetzt eine und gleich vorweg, Kinders nicht nachmachen. Und ihr seht, dass ich mir nur mit einem Karabiner einhänge. Ich verwende mein Set normgerecht, aber Kinders nicht nachmachen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie das geht, schaut der Theresa zu, die macht es richtig, aber auch da nicht lernen. Lernen könnt ihr es beim Alpenverein, bei Alpinenvereinen und Bergführern. Und jetzt geht's rein in Grünstein-Klettersteig. Viel Spaß! So, da hinter der Theresa geht die Hotelroute auf. Das ist E. Die ist ein bisschen schwerer wie die Räuberleiter, die ist da drüben, die ist ein bisschen länger. Und alle kommen noch da oben bei der Leiter zusammen. Auch bei der Seilbrücke. Der ist einfach schon so oft gerockt worden. Die ganze Welt weiß jetzt, warum du einen Helm aufhast. Du bist auf YouTube. Das ist der Einstiegsbereich von oben. Schwierigkeit füge ich euch im Nachhinein hinzu. Ich bin direkt auf der Kante gegangen, also aus deiner Seite links vom Seil, genau. Ja, ich bin rechts. Da haben wir eine Polizeikontrolle gehabt. Ah ja, wir sind verwarnt worden. Sieht der Easy da, das ist der Speckedor. Ja, Speckedor.
Speckhausen. Das ist Schienstein. Sehr schön steigen. So da, let's go. Schaut euch wieder mal seine Wadel noch. Die treißt ja fast vor lauter Zach. Solche eine Wadel kriegst du zum Bier trinken. Nicht. Nicht oder schon? Nicht. Ja, dann darf man nicht das Knie umhauen, weil jetzt mal eine halbe. Wow, das ist die Watzmannfrau links davon, gell? Ja. Voll cool. Und so schaut es da oben aus. Bei der Sonnenterrasse. Sehr schön. Schön. So, jetzt kommt der berühmt-berüchtigte Isidor-Spreizschritt. Schaut euch das mal an. Boah, ich glaube, jetzt ist mir eine Chance rausgekommen. Das ist gut. Boah, gut, dass der Wind runterzieht, gar nicht um. Ja. Aber ist echt ganz spektakulär, voll cool. Ist ja der Watzmann um dahin. Ja. Das geht gleich. Gut. Sehr schön. Du bist ja runtergekommen, der Blick dahin. Ja. Ich hab das Panorama gar nicht genossen, was die Theresa hat. Schaut euch das an, Leute. Weil ich sehe den Wachsmann. Du bist der Wachsmann. Bin ich der Wachsmann? Schreibt es mir unten rein in die Kommentare. Ich bin auch nur Alm- und Wiesenwanderer. Alm- und Wiesenwanderer Productions.com.
Ja, so schaut es da aus. Auf und runter. Und um mich. Hohe Göll. Hohes Brett. Jänner. Ja. Hagengebirge, oder? Wachsmann. Gelände ist jetzt da im oberen Bereich wirklich verhältnismäßig einfach. Wunderschöner Blick auf den Königssee und Hagengebirge da hinten. Ja, die Hauptschwierigkeiten haben wir hinter uns. Schöner Klettersteig. Da meine wachse Schwester. Die Wachsmannfrau. Zach haben wir schon. Voll. Keine rote Haare hast. Danke, Natur. Ja. Meine werden nicht weiß, die werden nur rot. Die werden rot schön. Ja, ich gescheiter wie weiß. Das ist jetzt nochmal so ein steilerer Bereich. So? Genau. Okay. Da auch davon gedeckt lassen und bin ich hin. So. Ja, genau. So. Da ist jetzt der Ausstiegsbereich. Kommst du in der Schatten, wo das kleine Gipfelkreuz ist. Da unten, schön am Königssee, Berchtesgadenasse. Und da rauf geht es jetzt einfach auf den Gipfel. Da geht es schon auch noch einmal ein bisschen rauf. Und da unten aus der Schatten. Ich weiß nicht, wie lange das unter das Bergklettersteig dauert. Mahlzeit, Leute. Und übrigens, wir haben den Klettersteig nicht gerockt. Wir sind den Klettersteig gegangen. Weil wir sind ja in die Alpen, nicht in die Rocky Mountains. Genau, das ist, ist nicht der Rocky Grünstein, das ist nur der Grünstein. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich habe es zwar am Anfang schon gesagt, Kinders, nicht nachmachen. Das ist kein Lehrvideo. Ich habe es da einfach nur gesehen, wie der Grünsteinklettersteig ausschaut. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze geht, schaut einmal in meine Kanalbeschreibung rein. Da steht das ganz genau, dass ihr da nur Tourninformationen kriegt. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr es lernt, geht zu Alpinschulen. Naturfreunde beispielsweise, Alpenverein beispielsweise oder zum Bergführer. Danke. Ja, also wir sind da jetzt an einem Grenzstein herum. Wunderschön. Traumhafter Blick auf den Batzium. Und ja, der normale Weg kann eigentlich von jedem gemacht werden. Resümee machen wir nachher. Ja, da 5 Minuten von oben runter. Ihr seht es, da oben ist der Gipfel. Ist da im Hintergrund die Grünsteinhütte. Da kann man zugehören. Natürlich aktuell Maskenpflicht. Corona halt in Deutschland. Und da geht es mit ziemlich coolem Tiefblick runter. Da unten ist auch unser Parkplatz und da geht es für uns jetzt ein unschwierig runter. Ja, also wenn man da den Abstieg folgt, da seht ihr es nach links, geht es um zur Kühlrandalm. Und wir gehen jetzt runter. Kühlrand ist ja der Stützpunkt, wenn du auf Watzmann drauf gehen willst, Watzmann Wiederroute. Oder der Tobi und ich sind auch bei der Watzmann Ostwand, sind wir auch über Kühlrand vorbeigekommen. Ich verlinke euch da unten in der Beschreibung ein paar Videos, schaut euch die gerne an. Ja, wir sind da jetzt wieder herunten beim Parkplatz am Königssee und jetzt machen wir gleich
Resümee. Also erstens, gerockt wird kein Klettersteig. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Zweitens, Grünsteinklettersteig bedingt anfängerfreundlich. Schaut einfach im Internet selber nach, was da drinnen lesen könnt. Der Easy da war echt ganz lässig. Da sag du mal ein bisschen was dazu und tu die Sonnenbrille aber. Der Schweiß ist heiß. So, Isidor, ja, er ist nicht easy. War aber hat mir getaugt, also ich bin heute das vierte Mal klettern gewesen. Klettersteig? Klettersteig. Ja, Klettersteig. Nein, Klettersteig ist nicht Klettern. Ich mache dazu einmal eine separate Aussage in einem Video. Genau, einmal war ja schon richtig klettern. Nein, das vierte Mal Klettersteig Isidor geht. Allein möchte ich aber auch nicht unbedingt gehen. Mit Gleichgesinnten ja. Mein Bruder sowieso immer. Ja, das freut mich aber schon sakrisch. Nein, ist voll klasse, abwechslungsreich. Am Schluss aussehen ist schon noch anstrengend, weil es war verdammt heiß. Da sind die Latschen da oben. Ja, und oben ist nachher viel los, gell? Mhm. Ja, aber so hat es der Tag. Ja, voll, voll. Ja, mir auch voll. Und ich bin voll stolz auf meine Schwester, schaut einmal. Zwei hat es vorher gehabt. Die da? Und was ist mit der da? Das war irgendwie so. Das war schon, nein. Aber das ist frisch. Könnte ja, frisch sein, gell? Ja. Gebt einen Daumen runter, wenn es nicht zufrieden seid mit ihr. Wenn ihr verzeiht, dann einen Daumen rauf. Das erste Mal waren meine Füße von unten bis oben lila. Also jeweils ein blauer Fleck über den ganzen Fuß, aber schaut gut aus. Schon sehr gesteigert. Also ich bin stolz auf die Theresa. Danke. In dem Sinn. Auf der Seite geht es wie immer zu den nächsten Videos. Wenn ihr nichts verpassen wollt, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren und Daumen nach oben da lassen, nicht vergessen. Mhm. Geil, bleibt's geil. Oder? Nee, du warst schneller. Ich war schneller. Also, ciao.